Ist Detektivspielen immer so eine triste Sache? Ja, wenn Sie was Abwechslungsreicheres suchen, sollten Sie lieber aussteigen und zum ZDF gehen. Wenn du das Beinkleid voll haben solltest, schreib ein Kärtchen. Ich komme dann mit dem Polizeipräsidenten persönlich. Hm? Das wird schön. Das wäre schön, ja. Ist er das? Hm? Nein, nein, warten Sie noch. Da ist eine Kerze. Zünden Sie sie an. Entschuldigen Sie, dass ich mich verspätet habe. Ich heiße Sie willkommen. Herzlich willkommen. Ja, da bin ich ja nur froh, dass ich nicht früher gekommen bin. Ich bitte Sie, was sind schon 15 Minuten? Ich warte seit einem halben Jahr darauf, Sie kennenzulernen. Darf ich zunächst mal Ihren Namen erfahren? Sinclair. Brett Sinclair. Bitte sehr. Ja. Lord Sinclair sogar. Ausgezeichnet. Ich muss Ihnen ehrlich sagen, dass wir beeindruckt sind von den Informationen, die wir im Laufe der Zeit von Ihnen bekommen haben. So, danke sehr. Ich glaube, dass Sie das, was ich jetzt für Sie habe, noch mehr beeindrucken wird. Es ist das Vollständigste, was es über die NATO-Verteidigungssysteme überhaupt gibt. Haben Sie das mitgebracht? Nein, das logischerweise nicht, aber ich kann es jederzeit beschaffen, wenn wir uns über den Preis einig geworden sind. Die Bedingungen sind doch alle ausgehandelt worden. Für die Sache bezahlen wir Ihnen 100.000 Pfund. Nein, das ist zu wenig. Das trifft es nicht annähernd. Ich würde vorschlagen, Sie überlegen sich das nochmals, Sinclair. Ja, das werden Sie tun, wenn Sie mal kurz Einblick in die Akten genommen haben. Sie werden dann freiwillig den Preis verdoppeln. Na, vielleicht. Wenn wir uns besser kennen, werden Sie feststellen, dass wir sehr vernünftige Leute sind. An etwas so Unwichtigem wie Geld wird ein Unternehmen wie dieses bestimmt nicht scheitern. Sinclair. Hier? Er wird nicht allein gekommen sein. Ich verschwinde jetzt. Wir setzen uns wieder in Verbindung. In Ordnung. Bin ich schwerhörig und falls du mich fressen willst, Salz und Pfeffer habe ich in der Hosentasche. Was ist denn mit ihm? Sieht ziemlich tot aus. Er ist es auch. Richtig tot. Na, da freut sich ja wieder die Rentenversicherung. Lord Sinclair. Wenigstens wissen wir, wer es ist. Thank you.
Meinen Schlüssel, bitte. Bitte vielmals. Sie kommen spät, aber Sie kommen. Ich musste erst mal Danny absetzen, etwa 7 Meilen von hier. Wieso denn das? Er hat sich etwas ausgedacht, aber das erzähle ich später. Ach, übrigens, mein lieber Richter, Sie sind mir eine Erklärung schuldig. Sie haben mich wieder mal schön reingelegt. Sie gehen irgendwo hin und treffen irgendjemand. Sie sagen ihm, dass Sie ein paar Dokumente verkaufen wollen. Gefährlich ist das in keinem Fall, nicht? Gab's Ärger? Die Luft war wesentlich bleihaltiger als in München während der Rush-Hour. So, so. Dann erzählen Sie mal ein bisschen. Da habe ich einen viel besseren Vorschlag. Sie erzählen mir etwas. Tja, im Grunde genommen ist da nicht viel zu erzählen. Der britische Geheimdienst ist durchlässig geworden. Bisher wissen wir weder, wer der Spion ist, noch haben wir eine Ahnung, für welche Seite er arbeitet. Auf jeden Fall kann ihn der Auftraggeber auch nicht kennen. Ja. Jedenfalls scheint dieser Mensch Talent zu haben. Das würde ich auch meinen. Das dürfen Sie ruhig laut sagen. Das Zeug, das er bisher verkauft hat, war zwar nicht unwichtig, aber daran geht kein Land zugrunde. Jetzt aber besteht der Verdacht, dass er sich Kopien von NATO-Dokumenten verschafft hat. Das ist kein schöner Zug. So ist es. Na schön, aber die Regierung Ihrer Majestät hat doch eine gut funktionierende Spionageabwehr. Normalerweise erledigen die sowas. Warum gerade ich? Zunächst mal, weil Sie gerade hier sind. Und außerdem sind Sie ein ausgesprochener Außenseiter. Sehen Sie, derjenige, hinter dem wir her sind, hat bisher Fallen, die wir ihm gestellt haben, kurz vor dem Zuschnappen gerochen. Vor ein paar Tagen allerdings hatten wir zum ersten Mal so etwas Ähnliches wie einen Erfolg. Wir haben einen toten Briefkasten entdeckt und da lag eine Nachricht, in dem von dem Bauernhaus die Rede war, das Sie kennen. Natürlich haben wir die Nachricht in dem Briefkasten belassen. Wir haben nur das Datum geändert, sonst nichts. Und statt des Mannes, den man erwartet hat, sind Sie gestern erschienen. Das heißt also, die andere Seite denkt, ich bin derjenige welcher. Tja, Gott sei Dank haben Sie das gefressen. War gar nicht so einfach. Und wenn der echte Lieferant heute Abend am Bauernhaus auftaucht, dann schnappen wir ihn uns 2 Fliegen mit einer Klappe. Na, brillant. Ja, das finde ich eigentlich auch. Wollen Sie nun endlich Ihre Tür aufschließen oder wollen wir uns weiter auf dem Gang unterhalten? Kinder, was ihr immer mit mir macht. Nur eine winzige Kleinigkeit ist daneben gegangen. Es war kaum der Rede wert, aber immerhin. Vielleicht ist es besser, wenn Sie es wissen. Dann würde ich doch mal losschießen. Da es sich um eine Sache von höchster Geheimhaltung handelt, haben wir natürlich die unteren Abteilungen nicht verständigt. Sie werden das verstehen. Und das bedeutet, bitte? Das bedeutet, dass unsere eigenen Leute hinter Ihnen her sein werden und wir nichts tun können, um Sie davon abzubringen. Das müssen Sie einsehen. Die würden den Braten ja riechen. Übrigens, der Mann, der gestern Abend in dem Bauernhaus da draußen umgebracht worden ist, gehörte zu uns. Dieser Mann hatte leider... Aha. Was hatte denn der Mann? Nun, er hatte noch eine Assistentin bei sich, die sie identifiziert hat. Na, das... Ist das nicht herrlich? Wirklich umwerfend. Jetzt hält mich nicht nur die andere Seite für einen Verräter, sondern unsere Kameraden auch. Tja, also wenn Sie das so sehen, dann... Ja. Ja, servus. Hm? Ich absolviere mein Morgentraining. Ich mache jeden Tag 500 Kilometer. Und wenn mein Zähler stimmt, habe ich jetzt noch 497. Und was soll das? Er hat sich auf die Waage gestellt und er ist dieselbe zusammengebrochen, ohne dass der Zeiger auch nur ein Wort gesprochen hat. Nun komm, mein Zeiger spricht immer an. Ich halte mich fit, ich habe ja noch das Leben vor mir, im Gegensatz zu dir. Daniel, würdest du dich bitte mal hinsetzen? Na ja, halt doch mal die Gichtkralle ruhig. So, also, um auf unsere Geschichte zurückzukommen. Danny, komm, lauf doch weiter. Du veratmest mir die Pointen. Okay, Ducky. Wie lange soll ich den Mr. X darstellen? Eigentlich nur bis heute Abend. Dann müssten wir den richtigen Mann geschnappt haben. Ich bin überzeugt, dass er jetzt schon auf dem Weg nach Rom ist. It's a long way to Tipperary. It's a long way to... Ich biege jetzt hier ab, Signore. Ah, wenn Sie biegen müssen, dann biegen Sie, mein Bester. Ja. Recht vielen Dank, dass Sie mich mitgenommen haben. Nix, gar nichts. Wie denn, was denn, wo denn? Ich meine hier ein bisschen. Oh, ich habe das schreckliche Gefühl, dass Sie von Geld sprechen, hä? Geld, Sissi? Oh ja, ich habe natürlich was, eine ganze Menge sogar. So, bitte sehr. Da haben Sie aber Glück, mein Lieber. Das ist über $5 wert. Kenne nicht was. Eine irische Währung. Sehr irisch viel wert. Geld. Mucho, mucho, viel, mucho, viel. Mucho. Grazie, Signore. Ja, nicht wahr? Mille grazie, Signore. Gute Fahrt und schöne Grüße zu Hause. Ach, nun stehe ich genauso da wie der mit seinem Geld. Es ist aber auch... Ach, es... Spaghetti-Jongleure. Der Mensch hat Herz. Der kommt aus Heidelberg. Hallo, Sie sind bestimmt Engländer. Und Sie ein Hellseher, Sie pfiffiger Homo sapiens. Woher wissen Sie denn das? Wer so aussieht, kann nur Engländer sein.
Worauf warten Sie? Steigen Sie ein. Wirklich, ein feiner Zug von Ihnen. Mein Name ist Archie Sinclair Beecham. Wie heißen Sie? David Price. Hoffentlich keiner von den hohen Preisen. Scherz muss sein, auch wenn man ein Anhalter ist. Haben Sie eine Panne gehabt? Oh ja, natürlich, Bentley. Knallen mir doch plötzlich beide Hinterreifen weg, beide hinten. Ich habe schon im Werk in England angerufen, die schicken einen her, dem Burschen. Hier kann man doch nicht trauen. Wo fahren Sie eigentlich hin? Nach Rom. Das trifft sich sehr gut, da muss ich nämlich auch hin. Ins Hotel Cabelliere. Nein, das ist ja mehr als ein Zufall, da will ich nämlich auch hin. Ja, Sie hat der liebe Gott hergeschickt. Also, Sie werden erlauben, dass ich Sie zum Dinner einlade. Selbstverständlich, das erlaube ich gern. Sehr schön, ja. Sie verbringen Ihren Urlaub hier, ja? Das kann man nicht sagen. Ich bin Journalist und im Moment gerade hinter einer ziemlich heißen Story her. Interesting. Wir sehen uns dann in London wieder. So ist es. Ich danke Ihnen für Ihre Hilfe. Nur eins müssen Sie mir noch sagen, bevor Sie abfahren. Was habe ich jetzt im Einzelnen zu tun? Gar nichts. Passen Sie auf, dass Ihnen nichts passiert. Aha. Ich muss allerdings zugeben, solange unsere eigenen Leute Sie für einen Verräter halten, ist es nicht ganz ausgeschlossen, dass es hier und da mal Ärger gibt. Ich meine, dass man Sie auszuschalten versucht. Ist aber unwahrscheinlich. Nicht ignorieren lassen. Reizende Aussichten. Fairerweise sollte ich auch erwähnen, dass sie die andere Seite jetzt für einen wichtigen Mann hält. Und es wäre möglich, dass die auch... Nein, das werden die nicht machen. Ist ja nicht sehr ermunternd. Ich denke, sie sollen demnächst den James Bond geben und da erwartet man doch einiges. Der kann einen auch. Irgendwie mag ich den Menschen nicht. Lass mal, wenn's mit dem Bonde nicht klappt, übernehme ich den. Ich könnte immerhin draufgehen bei der Aber Sache. Aber mir doch nicht, Fürst die Bürsti. Außerdem hast du mich, deinen Parkwächter. Ich halte die Händchen über dich. Von nun an werde ich nie mehr von deiner Seite weichen. Wir werden zusammen durchs Leben schleichen. Du weißt, wie leicht ich zu erschrecken bin. Und nun bin ich es. Jetzt kaufe ich dir was zu trinken und dann musst du mir mal klar machen, warum ausgerechnet ich... Wo ist denn mein Leitwächter? Dann war's doch ein Spargelkopf. Den richtigen zeige ich Ihnen nachher. Es gehört zu meinen schönsten Pflichten, deine Umwelt zu überprüfen. Nun mal im Ernst, was werden die mit dir vorhaben? Die werden dich doch nicht hier mitten im Hotel durch den Ausguss jagen. Ja, er ist jetzt in der Hotelhalle. Kommt so schnell her, wie ihr könnt. Das weiß ich selbst, aber wir müssen es versuchen, bevor es die anderen tun. Wir müssen ihn schnappen, bevor das die Engländer machen. Denn wenn die ihn erst in der Botschaft haben, dann ist alles zu spät. Dann können wir auch nichts mehr ausrichten. Wollen Sie denn, dass ich mit ihm Kontakt aufnehme? Nein. Das würde ich jetzt vorsichtshalber selbst in die Hand nehmen. Denken Sie doch mal nach, Gregor. Eine ungeheure Propaganda für uns. Englischer Aristokrat wird zum Landesverräter. Lord Sinclair ist für uns das Doppelte seines Gewichts in Gold wert. Da darf aber auch nichts schiefgehen. Natürlich nicht. Ihro Gnadenreich, ein Wort für den Begriff aufhören zu leben. Gestorben, gestorben worden, exekutiert, zertreten, erdrosselt, zerbröselt, dahingeschlichen. Brauchst du noch mehr? Heute sprudeln mir diese Worte ganz von selbst von der Zunge. Ist ja auch nicht verwunderlich. Euer Subschaff dürfen sich das nicht so zu Herzen nehmen. Was? Aber mein Bester, mein Privatsekretär hat schon vor Wochen bei Ihnen gebucht. Kotzi, Kotzi? War Gift drin. Warte, ich hole eine Pumpe. Nein? Was ist denn? Diese ist schreckliche das? Stimme. Ja? Wie sieht der Kerl aus? Wie eine Knatterton ohne Rotzkocher. Auf den zweiten und dritten Blick würde man glauben, das ist ein Engländer, aber das Englische ist ein bisschen dann zu dick. Dann ist es Archie. Was für ein Archie? Archibald Sinclair Beecham, ein entfernter Cousin, leider nicht entfernt genug. Darf mich hier auf keinen Fall sehen. Brett, alter Junge. Preis, kommen Sie doch mal her. Brett, welch absolut sensationelle Überraschung, dich hier zu treffen, nicht? Archie, was zum Teufel treibst du hier? Oh, ich bin mit der Yacht unten im Hafen von Ostia, nicht, ja? Mit der Yacht? Mit welcher Yacht? Meine Yacht. Du weißt doch, leider muss sie komplett überholt werden. Na ja, starker Muschelbefall, karibische Muscheln, die schlimmste Sorte, die ich je gekaut habe. Und Sie dürften denn überall sein, nicht, ja, mein Bester? Sie machen in Öl, nicht, ja? Olivenöl. Da kann ich Ihnen doch mal geschäftlich unter die Arme greifen. Darüber lässt sich reden. Darf ich Sie mit einem Freund von mir bekannt machen? David Price. Naja, ich habe mich unterwegs mitgenommen, ja nicht. Aber zunächst wollen wir erstmal einen Drink bestellen, um unser Wiedersehen zu feiern. Entschuldigen Sie, ich muss mich erstmal anmelden. Muss das wirklich sein? Ja, würde ich doch sagen. Also bis nachher. Vielen Dank. So, meine Freunde, das sollte uns aber nicht abhalten, dass wir einen Drink zu uns nehmen. Denn Blut ist immerhin dicker als Wasser, nicht, ja nicht? Herr Ober, bitte sehr. Bringen Sie uns ein Fläschchen Champagner. Ich bin so freundlich. Sie sind also einer von diesen Eingeborenen aus Amerika, nicht, ja? Ein Häuptling. Ich kann Amerikaner gut leiden, so. Ja. Ich habe schon mal einen kennengelernt, in New York. Na, dann Lord Sinclair. Ich den Herrn doch eigentlich danke. Ich stamme auch aus New York. Ja, wer möglich. Oh, und gerade jetzt ist das nicht bedauerlich. Mir ist was dazwischen gekommen. Entschuldigt mich bitte, ja? War mir ein entsetzliches Vergnügen. Nein, ist doch, Mr. Wilde, behalten Sie Platz. Ich muss Ihnen etwas über einen geheimen Ölstreit erzählen. Ibn Saud hat mich angerufen. Was ist denn das? Hier steht nämlich, dass ein Päckchen auf meinem Zimmer abgegeben worden ist. Sind Sie etwa das Päckchen? Sind Sie enttäuscht?
Nun, ganz im Gegenteil. Ich bin angenehm überrascht, jedenfalls was die Verpackung angeht. Darf ich Ihnen irgendetwas Flüssiges anbieten? Nein, danke. Ich bin geschäftlich hier. So, so. Darf ich mir dann die bescheidene Frage erlauben, in welcher Branche Sie tätig sind? Britische Spionageabwehr. Sieh mal an. Und ich habe Sie doch für ein Gastgeschenk vom Verband der italienischen Spaghetti-Hersteller gehalten. Darf ich Sie trotzdem bitten, uns zu begleiten? Uns? Ja, wie heißt es doch so schön? Das Spiel ist aus, Lord Sinclair. Ich hoffe, Sie sind vernünftig und machen keinen Ärger. Warum sollte ich? Allerdings wäre es angenehm, wenn Sie sich mir gegenüber erstmal ausweisen würden. Zeigen Sie ihm unsere Ausweise. Mhm. Sind Sie beruhigt? Ja, durchaus. Halten Sie doch bitte einen Moment dieses temperamentvolle Fläschchen. Was hab ich nur? Ich hoffe, dass Sie mir nicht auch das Haar waschen wollen. Aber ich bitte Sie, ich habe doch heute keinen Waschtag. Stehen Sie ganz still, Lord Sinclair, dann tut es auch nicht weh. Aber ich brauche meinen kleinen Schmerz. Wenn es etwas gibt, was ich nicht leiden kann, dann sind das Leiden, die man vermeiden kann. Haben Sie soeben diesen kleinen, feinen Reim bemerkt? Wir machen dir jetzt gleich was in den Mund rein. Jetzt lasse ich Sie im Momentchen allein. Ich will mal sehen, ob ich Brad irgendwo finde. Also bis später. Ach, eine Sekunde bitte noch. Ja? Was denn? Es ist mir zwar peinlich, aber ich bin gerade erst angekommen und habe noch keine Zeit gehabt, meine Traveler-Checks einzutauschen. Was ist ja bloß der Champagner. Ja, fein, netter Mensch. Sehr nett. Hey, das brauche ich für Zigaretten. Setzen Sie das bitte mit auf die Rechnung von Lord Sinclair. Und was da noch drin ist, lassen Sie bitte auf mein Zimmer schicken, nicht wahr? Solche Gäste habe ich gern. Ging gerade noch so, nicht wahr? Ja. Wo belieben Archie auszusteigen? Da, wo Sie auch aussteigen. Ich will aber nicht zu mir, ich wollte zu Brett und da... Schon wieder einer von diesen Zufällen. Zu Brett wollte ich auch gerade. Haben Sie was Wichtiges mit ihm? Selbstverständlich, eigentlich nichts. Oh, ich sehe gerade, hier soll zur zweiten Leiche im Keller vergraben werden. Es gibt doch in diesem Haus einen Lastenfahrstuhl, oder? Der ist zur Inspektion. Das war der Hauskomiker. Ja, also wie gesagt, Brett und ich wollten unter vier Augen einen Schaukelstuhl anschauen. Ja, deshalb komme ich ja mit. Euer Durchschlauft, ich bin's, Danny Boy. Ist denn der Bube? Aufstehen! Was trägt er doch nur zum Tennisspülen und heute war kein Spül. Wahrscheinlich ist er in dem Wäschewagen. Wir nehmen die Treppe, geht schneller. Ich bin mit dem Bein nicht gut zu Fuß. Wieso dieses? Hab mir den Arm verstaucht. Ja, das ist was anderes. Den Arm verstaucht? Junge, Junge. Holen Sie den Wagen und fahren Sie ihn bis an die Tür. Ja. Finden Sie nicht auch, lieber Danny, dass Sie etwas zu ungestüm sind? Etwas zu ungestüm? Brad ist Ihr Cousin. Sie haben doch vorhin selbst gesagt, Blut ist dicker als Wasser. Na, es kann aber auch zu dick werden, nicht wahr? Er ist immerhin ein Cousin dritten Grades. Schnelles Laken. Oh, hier gibt's Indianer. Aber Archie, was wird denn das nun wieder? Wir sollten dem Manager sagen, dass Sie unten etwas nicht stimmt. Nein, wir verdrücken uns erstmal wieder nach unten. Ich gehe in den Keller und Sie bleiben hier im Fahrstuhl. Ich bleibe hier. Also Sie bleiben hier und halten das Türchen auf. Ich hole nur das Wäschekörbchen. Ich bin gleich wieder da. Nur Mut, mein Junge. Leben und ableben lassen. So. Ja. Ein russisch-römisches Dampfbad und das mitten im Keller. Brett! Was steckt denn dieser Bengel? Archie, mach auf das Tor! Den Stuhl mach breit! Da muss doch einer auf dem Hochsitz sitzen. Ich mache Sie darauf aufmerksam, dass Sie einem Verbrecher helfen, wenn Sie diesem Mann behilflich sind. Welcher Mann hier ist kein Mann drin? Die Fetzen sind alle schmutzig. Dann ist der Bursche doch verschwunden, verflixt.
Raus mit ihm an die Frühlingsluft. Ja. Na dann, komm her. Ja. Eine Botschaft ist ausländisches Hoheitsgebiet. Ach gar. Und niemand darf hier ausländischen Boden betreten. Kein Mensch, nicht mal die Polizei. Niemand. Also um ehrlich zu sein, ich hatte auch nicht vor, groß ans Tor zu pochen. Deut rein. Guten Abend, mein Bester. Guten Abend, mein Guter. Sind Sie fertig? Nur mit Nerven. Zunächst die Frage, warum erschrecken Sie uns mit dem gewölbten Stoff ums Knie? Tja, nicht ja. Sie hatten gesagt, ich soll was Sportliches anziehen und das habe ich getan, nicht ja? Mhm. Sie hatten irgendwas vor. Gefällt's nicht? Doch, ist fürchterbar kleidsam, aber wir haben vorhin eine Botschaft einzubrechen. Über Mauern mit Seilen und Mixed Pickles. Ach so, ach, wie soll ich Ihnen das beibringen, nicht ja? Glauben Sie bitte nicht, dass Sie mich davor drücken will, nicht ja, nicht. Aber ich habe ein ganz schlimmes Bein. Ja. Und außerdem auch noch eine pathologische Angst vor allem, was nur im Entferntesten mit roher Gewalt zu tun hat. Niedlich. Ich will damit andeuten, dass ich ein ganz klein wenig, also ich meine, dass ich ein kleiner Feigling bin, nicht ja? Ja, man sieht's an den Höschen. Aber trotzdem kommen Sie mit, wir werden Sie als Kugelfang mitnehmen. Mut, Archie. Ist Ihnen klar, dass Sie völlig auf sich allein gestellt sind? Ich meine, falls man Sie schnappt. Franzenteufelchen, uns Brett ist in Gefahr. Diese Burschis wollen die Papiere haben und Brett hat nicht die geringste Ahnung, wo die Papierchen sind. Sie werden ihn foltern. Sie werden ihn auspeitschen, gräuslich, ihn quälen. Ach, das kann wehtun. Möchten Sie noch etwas Wein? Oh ja, warum nicht? Mhm. Wenn mir so charmant nachgeschenkt wird. Sie haben aber auch eine charmante, leichte Hand. Sagen Sie mal, Senka, was treiben Sie hier eigentlich so in der Botschaft? Ich arbeite als Sekretärin für kulturelle Angelegenheiten. Das macht mich glücklich. Schon als Kind hatte ich viel für Kultur übrig, so richtig Kultur. Ich weiß, was Sie meinen, Lord Sinclair. Und ich muss Ihnen sagen, ich bin überzeugt davon, dass sich Ost und West einander viel näher kommen durch die Kultura. Genau dasselbe wollte ich ausdrücken. Schade, dass Sie jetzt gehen. Wohin denn? Sie haben doch die Dokumente versteckt und die müssen Sie holen. Ach, was das Zeug. Darüber wollen wir uns doch beide jetzt nicht den Kopf zerbrechen. Ja, Sie haben recht, Brett. Ich möchte auch nicht, dass Sie gehen. Ja. Mir fällt gerade was Gutes ein. Endlich, damit habe ich schon lange gerechnet. Verraten Sie mir, wo die Papiere liegen und ich werde jemand hinschicken, der sie abholt. Aber ich habe mit Mr. Krylov gar keinen Preis vereinbart. Da brauchen Sie keine Sorgen zu haben. Mr. Krylov ist sehr großzügig. Ja? Das bin ich übrigens auch. Sehr sogar. Mhm. Tja, wo? Tja. Ich fürchte fast, im Moment ist es mir entfallen. Soll ich Ihnen was sagen? Machen Sie weiter. Vielleicht fällt es mir wieder ein. Na nun mal los, Rittersmann. Mehr als in den Jungbrunnen fallen können Sie ja nicht. Dann brauchen Sie die Kniescheibe nicht mehr zu bügeln. Oh, purer Schwachsinn, an dieser Stelle einen Springbrunnen zu errichten, nicht wahr? Ja? Aber Archie, der Archie ist doch nicht nass, nur das Knickebockerfüßchen. Ach, hier gibt's nicht nur verschlossene Menschen, die haben auch verschlossene Türen. Na ja, machen wir es wie früher. Nehmen wir den Dienstboteneingang. Archie, was treiben Sie denn da? Ach, wischen Sie Staub oder kämmen Sie das Moos? Ich passe auf, dass keiner von uns so laut ist. Pass auf, Archie, da oben müssen wir rauf. Ja, herrlich, finde ich ausgezeichnet. Ich fahre zum Hotel zurück und versuche mir da eine Leiter zu ergattern. Nein, Sie gehen nicht ins Hotel, Sie gehen nirgendwo hin. Sie helfen mir. Wie denn? Das werden Sie schon sehen, kommen Sie. Ja. Versuchen Sie mal, auf das kleine Dach da oben rauf zu klettern. Da oben rauf? Das ist doch purer Selbstmord. Hui, sagen Sie mal, haben Sie Blei im geknickten Bock? Na bitte, es geht doch. Den Fuß auf das Scharnier hier. Und jetzt Vollgas. So, die ersten 1000 Meter haben Sie hinter sich. Und jetzt rauf auf Ihren Verwandten, auf den Dachfürsten. Na los. Wird sich freuen. In welches Fenster wollen wir rein? In das hier? Die Birne runter, eine Benzinkalesche kömmelt. Sie sind weg. Kommen Sie wieder runter. Ich habe eine andere Idee. Wie denn? Einfach fallen lassen. Ja, dann breche ich mir doch meine Füße. Machen Sie Kopfsprung. Nun machen Sie, Mensch. Oh. Ein steifer Bock ist das. Einfach alles fallen lassen. Ach Gott, das kriege ich auch nicht raus.
Kommt ihr hier? Ach, versucht ihr eine Kerze zu machen und machen wir keinen toten Mann, schnappen sich so einen Karton. Was wird das? Buongiorno, wir bringen Ware. Bringen Sie es rein, Sie wissen ja wohin. Naturalmente. Si, Sheriffo. Olio Sasso, Können Sie noch was nehmen? Ja, ich hoffe. Gut, dann durchsuchen Sie das Erdgeschoss und die Halle. Ja. Ich guck mich in dem oberen um. Ja, gut, einverstanden. Jetzt werde ich aktiv. Aktiv, Bruder. Passiv, Bruder. Unwahrscheinlich. Was suchen Sie denn hier, Archie? Na, ich... Schleichen Sie hinter mir her, aber ohne umzufallen, aufzufallen. Allez, allez. Ist französisch. Wo bleiben Sie denn? Sind Sie fußkrank? Da sagt man mir immer, die Engländer wären so cool. Machen Sie mal die Tür zu. Ja, Micha. Micha? Guten Abend, lieber Daniel. Wünsche wohl gehabt zu haben. Um hier reinzustoßen, mussten wir über ein paar Mauern klettern. Die Klingel scheint nicht zu gehen. Mit Seilen rauf, mit Leitern wieder runter. Ich kann dir sagen, dachte, man würde dich foltern. Die Folter ist gut. Trotzdem vielen Dank, gutes Herz. Wurde auch höchste Zeit, dass du kommst. Das war die Hölle. Ich glaube nicht, dass ich länger hier hätte standhalten können. Liegt hier rum. Komm, steh auf, reich den Vorderhof und sag artig auf Wiederbei. Wenn es dir nicht allzu viel ausmachen würde, komm doch bitte in einer Stunde wieder, um mich zu retten. Entweder wird jetzt gerettet oder gar nicht mehr. Wissen Sie, was eine Sendeminute im Fernsehen kostet? Also los, komm hoch. Nein! Da ist ihr! Was mache ich nur mit Sie? Archie, reißen Sie mal die Vorhangschnur ab und fesseln Sie die Kleine hier! Ich soll was fesseln? Ja, die aber Flügel. Die... Das ist doch eine Lady! Wollen Sie wohl tun, was ich sage, Archie? Sonst werfe ich Sie den Hof unten zum Fraß vor. Miau! Verstehen Sie, warum Sinclair die Übergabe so lange rauszögert? Er war bereit, mit Ihnen abzuschließen, also ist doch alles klar. Eigentlich ja. Geben Sie Alarm! Ja. So, da muss er zwischen, der Pinsel. Sag mal, was hindert uns eigentlich daran, die Kleine mitzunehmen? Ja, das machen wir. Grandiose Idee. Ich glaube nicht, dass das so ohne weiteres geht. Sie wird Schwierigkeiten haben beim Laufen, wegen dem Pinsel. Weg! Was ist denn? Was ist denn das? Ich hab aufgestoßen. Kleiner Scherz, das war der Wecker. Wir müssen aussteigen. Archie, wo lang? 40 Grad Nord-Nordwest. Nicht doch, Archie, auf die Toilette können Sie doch nachher hier lang. Ja, nicht wahr? Wozu haben wir Archie mit? Was weiß ich? Als Kugel. Nicht doch. Hey! Hopp! Ja. Hopp! Von denen gibt's hier bestimmt noch mehr, nicht wahr? Richtig. Weg. Los, so, hier lang. Ja, hier. Hier geht's auch nicht zum Fenster. Joi, ist das hoch. Hier. So, und jetzt Sie. Na, mach schon. Doch, um Himmels Willen, wir sind doch hier im ersten Stock. Botschaften stürmen, traut sich nicht. Jetzt Sie, ich will sehen, wie Sie das machen. Wie Bärenfried, mein dreijähriger Zosse. Worauf wartest du, Archie? Los, spring los. Doch. Ja. Er kommt nicht hoch, weil er die Hosen voll hat. Wenn du jetzt nicht springst, fahren wir ohne dich ab. Ich trau mich nicht. Nein, dann spring ich lieber. Ein nasser Seesack ist eine Feder dagegen. Kannst du eine Mischpuche haben? Ja, alles ganz geblieben? Oder hat's die Zähne erwischt? Die Zahnlücke hat er schon gehabt. Da kann er besser spucken. Er war nämlich mal Zoowärter bei den Lamas. Da komm ich doch niemals rauf. Schwirrt nach vorne ab zum Eingang. Stellt die Wagen quer, so dass sie nicht durch können. Ist schon zu spät. Die kriegen wir jetzt nicht mehr. Sollen wir sie laufen lassen? Wir werden sie uns anders schnappen. Sinclair wird von selbst wiederkommen. Er hat die Dokumente und er muss sie verkaufen. Tja, Keulchen. Ist schon recht spät, ne? Ich habe die Hoffnung aufgegeben, dass der Kamerad noch kommt. Wenn er nicht kommt, lässt mich meine Mutter nie wieder her. Das Treffen ist für heute Abend festgemacht worden. Er weiß nicht, dass das Datum geändert worden ist. Er könnte aber irgendwie dahinter gekommen sein. Mich wundert ja viel mehr, dass die kleine Blonde, diese Kay, noch nicht da ist.
Du hast recht. Und ich kann mir nur einen einzigen Grund vorstellen, warum sie hier nicht aufkreuzt. Weil sie das Persönchen ist, das wir suchen. Aber Junge, überleg doch mal, niemals. Möglich wäre das schon. Allerdings wiederum so betrachtet, könnte sie eine Spionin sein. Ach was, das ist doch unmöglich. Ach so, ist unmöglich, ja? Mhm. Na gut, dann hänge ich meinen Gewürzprüfer wieder ins Grüne. Ich sehe was, tritt mal die Fackel aus. Ist hier einer? Nein, ich habe gerade gegessen. Jetzt ist hier einer. Und zwar ist er gerade auf die Schnauze gefallen. Ich habe ihn. Komm doch mal die Flamme werfen. Archie? Ja, Archie. Sie springen mich hier an wie ein hungriger Steppenwolf. Das ist in unserer Familie nicht üblich. Dann wird's aber höchste Zeit. Nun beantworte mir mal eine Frage. Was hast du hier zu suchen? Na? Was guckt ihr mich denn so merkwürdig an? Ich bin nicht der Spion, den du suchst, wenn du das meinst. Genau das meine ich. Aber das ist doch albern. Woher hast du gewusst, dass wir hier draußen sind? Ich habe in der Hotelbar gesessen und was geknabbert. Und diese Kay Hunter war auch da. Und sie hat mir gesagt, wo ihr seid und hat mich gebeten, hierher zu kommen. Und weshalb, Archie? Weshalb? Weil ich euch sagen sollte, dass sie eine andere Spur verfolgt. Wenn ich gewusst hätte, dass ich hier so besprungen werde, wäre ich bestimmt nicht gekommen. Das tut uns leid, Archie, aber wir haben, wie du weißt, jemand anders erwartet. Ach so. Wusche mal. Donnerplünder, ist das dunkel. Ja, muss ja auch. Die haben wieder den Mond abgedunkelt. Siehst du was? Ja, sicher sehe ich was. Was Schlimmes voraus. Psst. Ich hab doch nur gefragt. Halt endlich den Schnabel! Und ich hab nur gesagt. Ach, ist denn das? Jetzt habe ich sicher alles verpatzt. Im Gegenteil, jetzt wissen die anderen, wo wir sind. Du, Kamerad, ich schieße. Und zwar mache ich das hier mitten aus der gepflegten Parkanlage. Schönen guten Abend. Bryce, nicht, ja? Ich freue mich, dass ich Sie wiedersehe. Verzeihung, ich habe mir die Pistole bei Ihnen ausgeliehen. Aber ich dachte, sicher ist sicher, sie hat in Ihrem Handschuhkasten gelegen. Machen Sie es gemütlich, meine Freunde müssen gleich da sein. Aha. Nein, uns Archie gibt sich inneren Halt am Kugelspeier. Ich habe mir gedacht, wenn wir alle rumrennen, so kreuz und quer, das wäre sinnlos. Da habe ich den Wagen gesehen und mir gesagt, der Besitzer muss ja wiederkommen. Warum fällt dir sowas nicht ein, du Fürstenfrucht? Weißt du, in seinem Familienzweig waren sie schon immer viel gescheiter. Deine edle Selbsterkenntnis stimmt mich, Alter. Wasser aus Frankreich. Ich nehme an, Micha, dass sich unser Geheimdienst sehr dankbar gezeigt hat, dass sie Preis abgeliefert haben. Ja, sie wollten mir den Hosenbandorden verleihen, aber den sieht man ja nie. Ich meine, wann trage ich schon mal kniefrei? Ich meine, nichts erwähnt worden von einer Belohnung? Belohnung? Das Wort haben die gestrichen. Ah. Was ist denn nun? Ich habe ihn gleich draußen. Ich will nur sein großes Ich wundere mich, okay, Steck, die wollte schon längst hier sein. Das ist eine Unverschämtheit, was Sie da machen. Ich will sofort meinen Konsul sprechen. Bitte, Miss Hunter, lassen Sie diese Mätzchen. Sie sind Kay Hunter, eine britische Agentin. Tut mir leid, aber jetzt stehen Sie zwischen mir, sich selbst und einem langen Winter. Was meinen Sie damit? Das ist ein Scherz aus meiner Heimat. Ja. Verbinden Sie bitte mal. Darf ich erfahren, was Sie mit mir vorhaben? Sie sollen zunächst mal telefonieren. Und was soll ich sagen? Ach, sagen Sie, was Sie wollen. Sprechen Sie über das Wetter oder wie Ihnen Ihr letzter Urlaub gefallen hat. Ja, einen Moment bitte. Worauf warten Sie? Hallo? Kay! Wo stecken Sie? Drei bildschöne Menschen harren Ihrer Ankunft. Ach, Brett, ich bin... Darf ich? Hallo? Ja, hier ist Krylov. Miss Hunter ist zurzeit Gast in unserer Botschaft. Nein, nein, nicht doch. Bitte legen Sie nicht auf. Ich will Ihnen einen Vorschlag machen. Ja, und... Ja, ich verstehe schon, aber... Yeah. Das freut mich für Sie. Er lügt, Brett! Das war nicht vorgesehen. Ich hoffe, jetzt ist alles klar. Gut. Sie haben mehr Zeit für Ihre Vorbereitung, und zwar bis morgen früh. Nein, ich rufe Sie an. Danke, das wünsche ich Ihnen auch, Lord Sinclair. Ah, vom Dracula zum Adalas? Hm? Sie haben Kay. Sie haben gerade mitgeteilt, dass Sie unschöne Dinge vorhaben, wenn wir nicht auf Ihre Bedingungen eingehen.
Unschön, was wir machen, ist auch nicht immer schön. Sie haben einen Tausch vorgeschlagen. Sie wollen Preis, dafür würden Sie uns Kay zurückschicken. Ich sehe nicht, wo da die Schwierigkeit liegt, nicht wahr? Ich meine, Kay ist doch wertvoller als dieser Preis. Und auch hübscher, nicht wahr? Das geht nicht. Price ist schon auf dem Weg nach London. Die Ithaca haben nun mal was gegen solche Typen. Man kann versuchen, ihn zurückzuholen. Nein, Archie, so leicht geht das nicht. Es ist ein Berufsrisiko, das jeder auf sich allein gestellt ist, wenn es Schwierigkeiten gibt. Was meinst du nun wirklich? Ich meine, wir haben Zeit bis morgen früh. Und es gibt niemanden, der uns sagen kann, was wir jetzt tun sollen. Hol mal bitte ein Glas. Ja. Kennen Sie dieses Nest? Ja, das ist weit weg vom Schuss. Da sagen sich die Füchse gute Nacht. Was wollen wir mehr? Tja, dann machen Sie sich mal startklar. Und sorgen Sie dafür, dass unsere Leute in der Nähe sind. Mein Gott, es ist ja schon hell. Jeden Moment kann das Telefon klingeln. Dann müssen wir Ihnen doch irgendwas sagen. Also, wenn es hell ist, sag mal guten Morgen. Lass uns die Fakten durchgehen. Die Brüder haben mit uns einen Händel vor. Richtig. Sie wissen aber nicht, die Brüder, dass Price schon im Fremdländischen ist. Auch richtig. Richtig. Und Price ist für die doch nur ein Name. Ja, ist richtig. Sie wissen nichts über ihn, haben keine Ahnung, wie er aussieht, wie er riecht und womit er sich das Gebiss klebt. Richtig. Wenn du noch einmal richtig sagst, hau ich dir ein paar hinter die Kiemen. Richtig. Wir müssen also jemanden präsentieren, den wir für Price ausgeben und gegen Kay eintauschen. Ich gratuliere. Ein Problemchen bleibt. Wer ist dieser jemand? Da Sie einen Engländer erwarten, scheidest du aus. Mich kennen Sie bereits, also scheide ich auch aus. Mit anderen Worten, wir müssen jemanden finden, der beschränkt genug ist, um sich gegen die hübsche Kay eintauschen zu lassen. Ach, morgen, meine Herren. Guten Morgen, lieber Archie. Ein Doppelpotz bist du hier. Ich hoffe, euch ist schon was eingefallen, ja? Ach, er hat sogar hellseherische Fähigkeiten. Du verdeutlichst ihm das. Ich lehne mir inzwischen auf den Fauteuil. Was ist denn nun? Willst du mir nicht antworten? Euch ist da was eingefallen. Frage nie, für wen die Stunde geschlagen hat. Sie könnte dich erschlagen, du Glückspilz. Ja? Am Apparat. Ja doch, das lässt sich einrichten. Ich würde sagen, das machen wir so, natürlich. Wir müssen gleich da sein. Ist nicht mehr weit. Da endet übrigens auch die Straße. Das heißt, die einzige Zu- und Abfahrt. Ich verstehe mich. Clever, die Jungs. Also, wenn ich mir mal erlauben darf, dazwischen zu reden. Ich habe es so verstanden, dass diese Leute Keas dann rausrücken, wenn sie ein Äquivalent dafür haben. Das heißt, diesen Spion, nicht ja nicht. Tja, ich würde vorschlagen, wir tauschen die beiden aus und lassen sie dann zuerst vom Gehöft rodeln. Und in der Zwischenzeit baust du die Straßensperre auf. Wenn sie stehen, bin ich da wie der schwarz-weiß-rote Wirbelwind. Inzwischen hast du durch mich Verstärkung, ich habe hinter ihnen gehalten und... Und in der allgemeinen großen Verwirre schnappe ich mir den Mann, zerren ins Gebüsch und lese ihm ein Märchen. Nein, wir flitzen durch den Wald, steht hier im Text. So im Originaltext, soll ich sagen. Also, sie können der Mann nicht sein. Du kannst es auch nicht sein. Dann bleibt ja nur noch... Mein Gott, er hat es! Ja, er hat es. Die hellsten Köpfe gibt's in seinem Familienzweig. Beobachten Sie uns aus einem Haus. Ja, mach ich. Dann gutes Gelingelingelingen. Ich verlasse den Dampfer. Und sollte wieder erwarten, was schiefgehen, denken Sie immer dran. Kaviar und Wodka gibt's in Hölle und Fülle. Das ist nicht fein, Brett. So was kannst du doch mit mir nicht machen. Es gibt doch immerhin noch Familienbindungen, nicht wahr? Sieh das mal von der anderen Seite. Dein ganzes Leben lang hast du die Menschen reingelegt. Und das hier ist wahrscheinlich die größte gute Tat deiner Laufbahn. Und das Wichtigste hätte ich fast vergessen. Was? Es ist durchaus nicht umsonst, denn soviel ich weiß, bekommst du eine Menge Geld dafür. Ach, tatsächlich? Ja, ich habe aber von nichts eine Ahnung. Soviel ich weiß, hast du Skrupel dieser Art nie gekannt. Ist auch richtig, nicht wahr? Sie kommen. Ja? Raus.
Wir sind richtig. Steig bitte aus, Archie. Das ist deins. Meins? Ist da eine Bombe drin oder was ist das? Das sind zwei Telefonbücher aus Rom. Für die Herren aber wertvolle NATO-Dokumente. Ah, nicht wahr? Wenn wir das Geschäftliche hinter uns haben, dürfen wir als Erste hier verschwinden, ja? Das steht Ihnen frei. Alles Gute im Paradies. Nicht nur, dass es mein Gewissen erleichtert, es ist das beste Geschäft, das ich je gemacht habe. Laufen Sie bitte ganz langsam. Mhm. Ich bezweifle, dass das gut geht. Da unterschätzen Sie Archie. Dem wird schon was einfallen. Mr. Krylov, ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie dankbar ich Ihnen bin, dass Sie mich vor der Dekadenz und dem Imperialismus des Westens gerettet haben. Ausgezeichnet, ausgezeichnet. Haben Sie die Dokumente, ja? Ja, aber haben Sie das Geld? Ja, natürlich. Mhm. Danny wird ja inzwischen seine Straßensperre fertig haben. Unter diesen Umständen sehe ich schwarz. Dann lebe wohl, Archie. Ich hätte doch meinen Specht mitbringen sollen. Schön bunt. Federten. Wenn immer mein Steak weich klopft. Alles über Raketen, Diplomatencodes und Spionagenetze. Eben alles, was Sie wissen wollten. Habe ich hier verpackt. Alles gespeichert. Ausgezeichnet. Ganz ausgezeichnet. Ja, und auch eine ganz hübsche Summe wert. Nicht ja? Sie werden zufrieden sein. Wir sind großzügig. Ich hoffe es. Nicht ja? Grazie, Tante. Quattro mille. Uno, due, tre, quattro. Grazie, Signore. Prego, prego. Na, dann wollen wir mal. Würde natürlich komischer aussehen, wenn das Tier auf mir hocken würde. Hopp! Einen Wirbelsäulenschaden muss der Kerl haben. Ach, du lieber Fadi. Ja, der Specht im Baum erspart den Zimmermann. Ja. Nein, nicht dort, andersrum. Du sollst eine Straßensperre darstellen. Ich habe das Gefühl, dass Ihr Fahrer falsch eingebogen ist. Ja, wäre das möglich? Nein, 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 nein. Das gehörte alles zu unserem Plan. Wir werden jetzt von einem Hubschrauber abgeholt. Und mit dem fliegen wir zu einem unserer Schiffe, die im Mittelmeer stationiert sind. Erstklassig organisiert. Ja. Nur etwas still. Ich meine, ich werde so leicht seekrank, wenn ich auf dem Meere so hin und her... Nicht zu fassen. Ihr Briten seid aber auch ein urkomisch Völkchen, immer zu Späßen aufgelegt. Ja. Und manchmal sind wir so richtig zum Totlachen. Oh, da fiel was. Was war? Das hier war. Ach ja, richtig. Vielen Dank. Krylov? Guten Tag, Sergej. Guten Tag, Gregor. Mr. Tag. Price, Mr. Danieweski. Alles Gute weiterhin. Danke. Alles Gute, Mr. Price. Wieso? Alles Gute. Ja, danke nicht. Ach, da sind Sie ja. Ich habe mich schon gewundert, wo Sie bleiben, nicht? Ja? Laufen Sie doch weg, Archie! Ja.
Nein, das Schlimme. So, lieben Archie, jetzt wollen wir wieder aufstehen. Ja. Okay. Ich komme. Los, weg jetzt. Oh, ich muss doch mal mit dem Bein zum Arzt gehen. So, rein mit euch. Aber Vorsicht mit der Tür. Schnell. Damit ihr da keine Beule reinmacht. Ich soll sagen, auf alle wackeren Fernsehagenten, ja? So, der Herr, konveniert diese Länge? Ja, sie konveniert. Sehr schön. Allerliebste Kay, ich darf Sie doch Kay nennen. Ich wollte für ein paar Wochen nach Capri. Kommen Sie doch als Fischerin mit. Grazie. Trinket, Veran. Na, mein blondes Engelein, wie denken wir da uns? Daniel, wo bleibt die gute Erziehung? Du musst nachgießen. Jetzt müsst ihr lachen, ich habe nämlich falsch betont, das heißt nachgießen. Ich habe unten in Ospedaletti ein wunderschönes Haus gemietet. Würden Sie mich dahin begleiten? Am Tag könnten wir am Swimmingpool liegen und abends... Oh, da ist der Archie. Hallo. Ja, Archie, der liebe, gute, alte Archie. Hier sind wir doch. Archibald. Ja, ja. Ich habe nur mein Bein frisch gemacht. Das wird nötig gewesen sein. Archie, Sie hinken auf dem falschen Fuß. Das war der andere nicht. So ist es. Hier ist er, unser lieber Archie. Ja, lieber Archie, dürfen wir dir ein Becherchen anbieten? Das ist furchtbar nett, Jungs, aber ich habe leider keine Zeit. Allerdings einen werde ich ausgeben. Ich bin dran, nicht, ja? Herr Ober, kommen Sie mal her. Bringen Sie den Herren hier mal eine Flasche Champagner, aber französischen. Du bist mir zwar keine Rechenschaft schuldig, aber verrat mir, wo du das her hast. Na, das erzähle ich dir sogar sehr gern. Bevor ich vorhin zu den beiden ins Auto gestiegen bin, ja, habe ich Ihnen vorgeschlagen, dass Sie mir, um die Stimmung etwas zu heben, einen kleinen Vorschuss überreichen möchten. In netter Form natürlich. Und das haben Sie getan. 100.000, nicht, ja? Das liegt doch in der Familie. Deshalb geht die Familie auch nicht unter. Entschuldigt mich. Bist du fertig, mein Liebster? Das heißt, bist du... Wir gehen. Wie soll ich denn das verstehen? Wir segeln zu Aristoteles. Ich habe mir eine kleine Yacht gemietet. Komm, mein Liebling, der Hubschrauber wartet schon. Dann nehmen Sie uns nicht mit. Wirklich, Danny. Sehr Anständigkeit von Ihnen. Aber ich denke, das schaffe ich schon allein. Nicht, ja? Junger Wein in alten Schläuchen. Ist denn das zu fassen? Mhm. Oi. Auch in der Liebe kannst du dich verglasen lassen. Wie gefällt dir meine? Soweit ganz hübsch. Zu dünne Beine. Ja, besser als keine. Buongiorno, Kleine. Das ist deine, das ist meine. So kommen wir auch diesmal wieder ins Reine.